Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Gutsdere und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Progressive Muscle Talk. Heute wieder natürlich mit dem guten Manu, aber auch einem Ehrengast, nämlich Damien Seid. Wer Damien kennt vom Kraftraum-Podcast, weiß, dass er Athletiktrainer ist. Er ist, kann man schon fast sagen, Powerlifter, oder? Fast, ja. Fast, ja. Ja, Powerlifter und hat auch sonst ja, alle möglichen Kompetenzen, ja. Wer ein treuer Kraftraum-Hörer ist, der ja, wird ihn kennen und seine lustige Art. Deswegen passt er wie die Faust aufs Auge in diesem Podcast natürlich auch. Aber bevor du dich jetzt vorstellen darfst, muss kurz der Manu Hallo sagen. Also hallo Manu. Und wie geht's dir heute? Hi, ich stelle mich nur ganz kurz vor. Mir geht's sehr gut, danke. Und ich gebe das Wort jetzt direkt weiter an den Damien. Damien, stell dir mal bitte kurz vor, wer bist du für alle, die dich noch nicht kennen? Ja, Jo, leg einfach mal los. also ich bin Damien, ich komme aus Deutschland, falls man es hört. Und ich bin Sportwissenschaftler, Athletiktrainer und seit mittlerweile 2 Jahren auch Podcaster. Hab da ein kleines Herzensprojekt gestartet, Kraftraum Podcast nennt sich das. Und ursprünglich war die Idee, über den Bullshit aufzuklären, der so in der Fitnessbranche überall rumgeht. Dann habe ich aber recht schnell gemerkt, das bringt eigentlich auch nichts. Ja, es gibt mittlerweile genug gute Informationen. Und habe dann angefangen, eben viel Gäste einzuladen, viele verschiedene Sportler aus anderen Sportarten, also außerhalb der Kraftsportszene, um einfach da das Gespräch zu suchen und einfach die Erfahrungen zu teilen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut angekommen, so wie es bisher scheint. Boah, das ist mega gut ankommen. Das ist mega gut ankommen. Und das finde ich das Interessante und auch dieser Unique Selling Point irgendwo beim Kraftraum-Podcast, dass es so viele verschiedene Gäste hast, also aus unterschiedlichen Sportarten, unterschiedlichen ja, Gebieten. Und jeder bringt andere Erfahrungen mit sich und kann natürlich ja, da Unterschiedliches berichten. Also das ist echt mega gut. Also wer den Podcast nicht kennt, unbedingt reinhören, ist mega, mega gut. Und du machst auch wöchentlich Q&As, glaube ich. Also machst du wöchentlich, oder? Ja, letzte Zeit. Ich habe letztes Jahr das noch wirklich zweimal die Woche eine Folge gebracht, einmal mit Gast und einmal Q&A. Und dann wurde es aber leider zu viel vom zeitlichen Aufwand her. Mit dem Q&A habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Und jetzt aktuell hin und wieder, wenn es gerade reinpasst, mache ich einen. Ich habe eigentlich jetzt schon 3 oder 4 Mal Fragen gesammelt bei Instagram, die ich noch nicht gebracht habe, weil ich immer wieder gedacht habe, ich kann es diese Woche aufnehmen und dann komme ich, hole noch ein paar Fragen dazu. Aber hat nie geklappt. Ja, aber bald müsste wieder einer kommen. Darf ich kurz fragen, wie es zum Kraftraum-Podcast eigentlich gekommen ist? Weil jeder, der dich jetzt kennt, wird wissen, du hast einen Kraftraum zu Hause quasi. So, und bist jetzt einer dieser glücklichen Home-Gym-Owner, die ja, davon profitieren jetzt in dieser Zeit, wo wir alle eigentlich in kein Gym gehen können. Steht das in irgendeiner Art und Weise so im Zusammenhang? Vielleicht mal ganz kurz die Geschichte beim Kraftraum oder beim Kraftraum-Podcast. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also mein Leben lang halt Sport gemacht und klassische Geschichte so, das werden, glaube ich, die Geschichte haben ganz viele in unserer Szene. Ich war halt der dünne, schwache Junge so und wollte halt irgendwann Muskeln haben und stärker sein und in meiner Sportart auch besser werden und habe dadurch mit dem Krafttraining angefangen. Und eigentlich von Anfang an in der Garage von meinen Eltern. Das heißt, mein Vater hat noch ein paar Kurzhanteln gehabt und ich habe dann über eBay Kleinanzeigen so eine Hammer, ich glaube Hammer, nee, Kettler Multifunktionsbank gekauft mit Latzug und Brustfliegende und Beinstreckerbeuge, alles Mögliche dran, aber halt alles Scheiße irgendwie. Aber ich habe daran dann ein bisschen trainiert, habe dann recht schnell was anderes gefunden, einen Langhantel und einen Kniebeugeständer und also eigentlich seit von Anfang an eigentlich schon immer so in der Garage oder halt irgendwo zu Hause trainiert, hin und wieder auch mal im Fitnessstudio, aber halt eigentlich immer so im eigenen Kraftraum. Und warum ich den Podcast dann Kraftraum genannt habe, war einfach, weil ich von Anfang an wusste, ich will halt mehr in die Richtung Sport machen und weniger in die Richtung Fitness und Pumpen. So. Ja, und so die Pumper, jetzt ohne das wirklich so negativ zu bewerten, die gehen dann ins Fitnessstudio und Athleten gehen in den Kraftraum. Ja, also wenn ich halt mit den ganzen Athleten so gesprochen habe, die ich kannte, die sagen halt, ich gehe in den Kraftraum. Und deswegen war halt der Begriff Kraftraum für mich dann einfach ganz cool und dachte, das passt eigentlich auch sehr gut. Geil. Geil. Ich Geil. finde so in der Garage trainieren und sowas wäre eigentlich richtig geil. Ich habe mir da letztens darüber Gedanken gemacht, eigentlich so, wenn ich wirklich den Platz hätte, dass ich mir so ein eigenes Home-Gym baue, dann würde ich glaube ich eher das machen, als dass ich in ein Fitnessstudio gehe. Ja, Einfach auf jeden beginnen Fall. mit einem Squat-Track, mit einer Langhantel, einfach mal so damit ich zumindest beugen kann, heben, drücken. Und dann einfach nach und nach so vielleicht ein paar Maschinen, die halt Sinn machen, einfach erweitern. Man muss jetzt nicht gleich die 100.000 investieren oder wie viel auch immer. Kann man über die Jahre machen, aber ich finde das mega geil. Es ist oft geil. Also ich habe immer, wenn ich die Wahl habe zwischen einer
abgeranzten Garage mit einfach nur ein bisschen Eisen drin oder halt einem fancy Fitnessstudio gehe ich immer in die Garage. Ja, und Ja. das hat einfach ein anderes Feeling, so dieses Rocky 4-Feeling, ja, das kennt ja jeder auch diesen Film und das hat auch schon was. Und man weiß dann auch viel mehr zu schätzen, wenn man was Gutes dann mal hat. Und kann dann Ja, auch viel besser dann definitiv. auch. Jetzt aktuell ist perfektes Beispiel, ja. Corona-Krise, alle müssen zu Hause trainieren, meine Athleten müssen zu Hause trainieren, alle aus dem Online-Coaching. Und dadurch, dass ich halt so lange mit kaum was trainiert habe, habe ich halt einfach so viele Ideen, was man machen kann. Ja, also die hat man halt nicht, wenn man nur im Fitnessstudio ist. Wenn man halt dann sagt, okay, ich habe keine Beinpresse, keinen Beinstrecker, keinen Beinbeuger, jetzt kann ich keine Beine trainieren. Aber man kann halt trotzdem noch recht viel machen. Ja. Gibt es für dich irgendeinen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt mindset-technisch ist es vielleicht manchmal in der Garage allein ein bisschen schwieriger als jetzt irgendwie im Fitnessstudio, wo du doch eventuell auch von like-minded people umgeben bist? Jetzt nehmen wir mal an, du gehst ins NQ-Headquarters, zum Pascal, ihr geht zusammen ballern. Wäre jetzt schon was anderes, als wenn du daheim alleine trainierst. Ich meine, du hast ja auch deinen Kleinen, auf den du auch ab und zu schaust, jetzt wenn du trainierst natürlich. Das ist schon ein Mitgrund, warum die Garage natürlich ja, super ist. Aber gibt es da für dich so mindset-technisch einen Punkt, wo du sagst, oder jetzt wäre es ziemlich geil, mal mit jemand anderen zu trainieren oder von anderen Leuten umgeben zu sein? Ja, natürlich ist es natürlich schwerer, sich selbst zu motivieren und dann auch, wenn man mal keinen Bock hat oder denkt so, boah, ich bin heute echt nicht so fit und so. Also wenn dann ein Kumpel sagt, hey komm, wir haben uns verabredet, wir gehen zusammen ins Gym und der gibt Vollgas, dann gibst du halt auch eher Vollgas. Aber andersrum ist aber da was Positives, weil gerade in den Momenten, wenn es dann eigentlich so schwer ist und du nicht so viel Lust hast, dann trotzdem auch alleine in der kalten Garage zu trainieren, macht dich natürlich auch wieder stärker in dem Sinne. Ja, und ich denke da halt einfach nur zurück an die Zeit. Nach meinem Abi habe ich in einem Getränkemarkt gearbeitet und habe dann noch mein Zivi danach gemacht und dann bin ich meistens so um 10 Uhr abends erst nach Hause gekommen und dann war es Winter und ich bin dann trotzdem noch um 11 in die Garage, weil ich ja noch was Kleines essen musste und so weiter, bin ich erst um 11 in die Garage und teilweise echt bis um 12:30 in der Garage gewesen bei Minusgraden und habe mein Training durchgezogen, weil klar, ich war damals am Anfang auch noch verrückt, wenn es um Training ging, so wie jeder Anfänger auch. Ja, also das würde ich wahrscheinlich heute auch nicht mehr ganz so machen, nicht mehr ganz so verbissen, nicht mehr ganz so sturköpfig, aber das macht natürlich auch wieder Stärke irgendwie, dass du halt performen kannst, wenn halt eben keiner zuschaut. Aber klar merke ich auch, wenn ich mal im Fitnessstudio trainiere und da laufen ein paar Mädels rum, ein paar andere Typen gucken noch und so, da geht mehr. Aber was ich halt auch gemerkt habe, wenn ich dann Kreuzheben mache, dann packe ich immer gleich mal noch ein bisschen mehr drauf, als ich eigentlich geplant hatte. Was vielleicht auch nicht so geil ist. Und wie ist jetzt der Unterschied? Wenn du jetzt daheim trainierst in der Garage und vielleicht auf dem Weg, also wenn du gerade im Peak bist für ein Meet, für das Insanity jetzt zum Beispiel, und dann performst auf dem Insanity, wo du dann von allen Leuten umgeben bist, die dich anschreien, das ist ja quasi, das sind zwei verschiedene Welten. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch wieder so ein Bonus. Das heißt, dass du weißt dann, da geht vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Das gibt ja so einen Boost, weißt du? Den hast du halt die ganze Zeit nicht gehabt, wenn du sonst im Training jedes Mal am Ausrasten bist mit voller Lautstärke Musik und ein paar Leute sind da, schreien dich an und so weiter in jedem Training. Dann hast du dieses Plus nicht mehr im Wettkampf. Ja, Und das habe klar. ich aber auch früher gemerkt, weil ich habe halt früher in meiner Garage bin ich so durchgedreht. Also, Ja. ich denke mal, ihr kennt wahrscheinlich auch die alten Videos von Pete Rubisch, der früher in seinem Keller da vor den Waschmaschinen und dem Trockner Kreuzheben gemacht hat wie so ein Gestörter und so war ich halt auch nur viel schwächer und viel dünner und bin in meiner Garage einfach hin und her gelaufen wie so ein Gestörter, hab rumgeschrien, hab mir ins Gesicht geschlagen, Musik volle Lautstärke. Das Gute war, dass wir im Industriegebiet gewohnt haben, das heißt, ich konnte laut sein, wie ich wollte. Wobei meine Nachbarn aus dem gleichen Haus, die fanden es teilweise auch nicht ganz so geil. Aber auf jeden Fall, da bin ich halt ausgerastet ohne Ende. Jedes Mal und irgendwann brennst du halt auch aus, wenn du immer so übertreibst. Von daher, ich bin mittlerweile viel, viel ruhiger und spare mir das eigentlich auf für, wenn es darauf ankommt. Aber das ist eh bei den meisten fortgeschrittenen Athleten so im Endeffekt, dass man immer ruhiger wird. Also ich höre Ja. das von jedem. Also ich kenne wenige, die jetzt wirklich schon sehr, sehr lange trainieren und eben Wettkämpfe schon machen, auch im Powerlifting, jetzt überall, dass sie dich dann noch so aufhypen in jedem Training. Ja, brauchst du dann noch nicht mehr. Ja. Ist eher so ein bisschen Autopilot und du hast deinen Plan und du arbeitest den einfach ab und weißt, im hinten raus kommt dann trotzdem was bei raus. Sehr, sehr geiles Mindset. Du, Damien, heute soll es so irgendwie auch ums Thema Athletiktraining gehen, also das Hauptgebiet, um das wir uns heute eigentlich kümmern wollen, weil der Mann und ich haben uns gefragt, okay, das wäre jetzt ein, also haben uns gesagt eigentlich schon vor, keine Ahnung, 2 Monaten, als wir in Amerika waren, hey, das ist eigentlich ein Thema, das so oftmals ein bisschen nach außen hin
schwierig aussieht, wenn es jetzt zum Beispiel, wir waren in Amerika ein Lakers-Spiel zuschauen und haben uns dann halt gefragt, was die unten als kurz vor dem Spiel eben gemacht haben, so, und haben uns da teilweise an den Kopf gefasst, also so mit den weirdesten Dehnübungen und weiß der Geier was. Und daraufhin sind wir aufs Thema Athletiktraining gekommen, eigentlich, und wollten auch unbedingt mal eine Episode dazu machen. Ja, deswegen magst du mal ganz kurz erklären, was eigentlich ein Athletiktrainer macht, für alle, die das nicht wissen. Also wir haben ja jetzt den Begriff Athletiktrainer so ein bisschen verändert. Also auf Deutsch ist es Athletiktrainer und im Englischsprachigen wäre es eigentlich ein Strength and Conditioning Coach. Also damit meinen wir das Gleiche, weil bei dort ist der Athletic Trainer eigentlich eher ein Physiotherapeut. Aber vom Prinzip her geht es darum, deine Sportler maximal gut auf ihre Sportart vorzubereiten. Also alles, was nicht die Sportart direkt ist, ist irgendwie auch dann deine Aufgabe, ja. Abgesehen von den ganzen physiotherapeutischen und medizinischen Maßnahmen. Das heißt, im Endeffekt erstmal egal, welche Sportart du hast, du willst meistens deine Athleten stärker machen, schneller machen, beweglicher machen und so, dass sie halt auch besser trainieren können, ihre Sportart besser trainieren können und innerhalb der Sportart besser performen können. Ja, und dafür hast du halt wie im Powerlifting oder im Bodybuilding auch, hast du irgendwelche Rahmenbedingungen, du hast ein Anforderungsprofil für jede Sportart. Das heißt, ein Powerlifter muss halt auf eine Wiederholung maximal stark sein. Bei einem Bodybuilder ist es gerade egal, wie stark der ist, der muss halt maximal viel Muskelmasse in Proportion bei wenig Körperfett und so weiter haben. Das heißt, diese Bedingungen hast du auch in allen Sportarten. Dass zum Beispiel ein Footballspieler nicht genau das gleiche braucht wie ein Golfer, ist auch klar. Und deswegen unterscheidet sich das Training dann auch. Ja? Und da ist aber auch schon wieder so ein großes Problem, dass halt viele Strength and Conditioning Coaches oder Athletiktrainer eigentlich direkt aus dem Fitnessstudio kommen. Einfach nur Bodybuilder oder Powerlifter waren, vor allem früher halt. Und halt das 1:1 nur angewendet haben und dann halt, ja, das vielleicht nicht das Optimalste ist. Und genauso aber andersrum kommen sie dann aus der anderen Ecke, dann der reine Physiotherapeut, der halt sehr aus der Reha und im medizinischen Bereich kommt, der macht dann auch eigentlich nicht das Optimale meistens, ja. Und da ist eben das Ding so, du bist so die Brücke zwischen beidem. Das heißt, du hast das richtige normale Krafttraining und musst aber auch verstehen, was braucht der Fußballer zum Beispiel jetzt wirklich. Bringt es dem jetzt noch was, wenn der von 150 Kilo Kniebeuge auf 200 Kilo Kniebeuge kommt? Oder bringt es dem mehr, wenn wir irgendwas anderes speziell trainieren? Ja, und das musst du halt eben erstmal rausfinden, wissen, was du da machen musst und dann halt schauen, welche Methoden sind die besten, um das zu erreichen. Okay, du hast jetzt schon kurz angesprochen, dass eigentlich jeder es anstreben sollte, maximal stark zu werden, also sehr stark zu werden. Gibt's, also was sind so deiner Meinung nach eigentlich die Punkte, die in jeder Sportart eigentlich relevant sind? Also egal ob jetzt Fußball oder Golf oder Basketball, Volleyball, was auch immer. Also, es ist schwer, alle über einen Kamm zu scheren. Und Ja. im Kraftraum-Podcast sage ich ja auch ganz oft, es kommt drauf an und versuche dann zu erklären, worauf es ankommt. Und jetzt natürlich, wenn wir von allen Sportarten sprechen, wird es wirklich schwer. Ja. Okay. Also die meisten Sportarten, sagen wir mal so. Wenn wir so die ganzen Spielsportarten uns zum Beispiel angucken, Ja. dann brauchst du auf jeden Fall ein gewisses Niveau an Kraft. Ja, weil einfach die Kraft ist so die Mutter aller Qualitäten. Das heißt, die Maximalkraft vor allem ist die Mutter aller Kraftqualitäten. Ja, hat Schmidt-Bleich auch damals schon gesagt. Man muss natürlich aufpassen, es bringt halt eben irgendwann nichts mehr, einfach nur noch stärker zu werden, weil sonst wären ja die ganzen Powerlifter und Gewichtheber auch die besten in allen anderen Sportarten. Ja. Wir können uns Kugelstoße anschauen, die sind scheiße stark. Die sind scheiße stark im Kniebeugen, scheiße stark im Kreuzheben und Bankdrücken. Ja. Es gibt trotzdem Powerlifter, die sind viel, viel stärker, aber die stoßen bei weitem nicht die Kugel so weit, wenn sie es probieren würden. Und genauso ist auch der Unterschied zwischen Powerlifting und Gewichtheben. Das sind ja auch zwei Sportarten. Ja, also wenn wir jetzt einen stärkeren Powerlifter nehmen als einen Gewichtheber in den Grundübungen, kann der wahrscheinlich trotzdem nicht mehr reißen und stoßen, weil es halt dann wieder eine andere Sportart auch ist. Also grundlegend braucht jeder einfach erstmal ein gewisses Niveau an Kraft, je nach Sportart ein bisschen höher oder eben nicht ganz so hoch. Und dann auch innerhalb der Sportart, wieder das sehr individuell. Es gibt Athleten, kann man sich gut anschauen, geht er in die Bronx in den USA. Geht er da mal in die Hood irgendwo, schaut beim Basketball mal zu, wenn die da zocken. Und da gibt es da so ein paar dünne Typen, die springen können ohne Ende. Die können danken ohne Ende. Die haben noch nie im Leben Krafttraining gemacht. Ja, und dann habt ihr andere, die müssen Krafttraining ohne Ende machen, damit die irgendwann mal danken können. Auch wenn die gleich groß sind. Also deswegen auch da wieder schwer, so zu sagen, du musst so viel beugen können. Also es gibt so den Klassiker, das Doppelgewicht Körper, das doppelte Körpergewicht Kniebeugen können. Das ist so ein guter Marker. Bis dahin hast du einen Performance-Benefit, sagt man, und ab dann flacht er einfach ab. Das heißt,
je höher deine Kniebeuge wird bis zu diesem doppelten Körpergewicht, also bei mir dann irgendwie knapp 200 Kilo, desto mehr Performance-Benefit habe ich von dem Training, aber ab dann habe ich nicht mehr unbedingt mehr Benefit, wenn ich stärker werde. Und das lässt sich wahrscheinlich auch dadurch erklären, dass man halt, um noch stärker zu werden, einfach so viel Zeit ins Training investieren muss, um halt die Kniebeuge stärker zu machen, dass halt weniger Zeit für den Rest übrig bleibt. Und wir haben natürlich auch noch Anpassungen durch Standardkrafttraining, die vielleicht nicht optimal sind, eben für schnelle Sportarten zum Beispiel. Ja, dann hat jede Sportart eine gewisse Anforderung an die Ausdauer, an verschiedene Komponenten der Ausdauer. Ja, zum Beispiel im Football wäre es die Repeated Sprint Ability, das heißt, dass die halt schnell Gas geben können für kurze Zeit und sich davon schnell wieder erholen können. Also wenn wir zum Beispiel 40-Yard-Sprints machen und davon jede Minute ein, dass die halt nicht in der dritten, beim dritten Durchgang schon 2 Sekunden länger brauchen, sondern halt immer noch ihre Leistung recht hochhalten können. Ein Fußballer oder ein Basketballer macht deutlich mehr Kilometer im ganzen Spiel, hat weniger reine Pausen wie ein Footballer. Also auch wenn man sich dann Work-to-Rest-Ratio anschaut, das heißt Belastung zu Pause von der Dauer her. Footballer hat da in der NFL so 1 zu 6, das heißt, für jede Sekunde, die er Belastung hat, hat er 6 Sekunden Pause. Also wenn Spielzug 10 Sekunden geht, hat er danach 1 Minute Pause, so ungefähr. Und bei einem Fußballer sieht es anders aus, ja. Und bei einem Golfer sieht es auch wieder anders aus. Oder schauen wir uns Tennis an, da können Spiele teilweise ultra lang gehen. Ja. Dann hast du Sportarten, da hast du Turniere, die sind vielleicht, die Belastung innerhalb von dem Wettkampf an sich ist zwar recht kurz, nehmen wir jetzt mal Ringen, die Belastung an sich ist jetzt keine Stunde oder sowas, in ein paar Minuten. Aber wenn du halt dann mehrmals am Tag ringen musst, dann musst du halt auch wieder zwischen diesen Ringkämpfen schnell erholen können. Das heißt, da ist die Ausdauer wieder wichtig, bis zu einem gewissen Grad wieder. Ja. Also das Spektrum ist halt sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite wahrscheinlich so ein Marathonläufer, der halt stundenlang Belastung hat und sehr, sehr viel Ausdauer braucht und recht wenig Kraft. Wobei selbst die von dem Krafttraining auch profitieren. Da geht es zum Beispiel auch wieder eher um Verletzungsprophylaxe. Also ist beim Krafttraining auch mal ein wichtiges Thema, Verletzungsprophylaxe. Und auf der anderen Seite hast du halt irgendwo den Gewichtheber, den Sprinter, der halt ein paar Sekunden volle Belastung hat, einfach nur Power und Kraft braucht, wenig Ausdauer braucht, ja. Aber selbst ein Sprinter macht trotzdem Ausdauertraining in der Regel, in der Vorbereitung. Aber halt nicht ganz so viel. Die machen dann zum Beispiel so 10x100-Meter-Sprints oder sowas. Auch absolut übel, absolut zum Kotzen, aber die gehen jetzt halt nicht 1 Stunde lang joggen normalerweise. Ja, und Beweglichkeit auch wieder abhängig von der Sportart. In der Regel halt so viel, wie du in der Sportart brauchst, mit ein bisschen Puffer, dass du ein bisschen weiterkommst. Zum Beispiel der Tennisspieler, der einen Ausfallschritt macht zur Seite, um an den Ball zu kommen. Wenn der halt wegrutscht und dann weiter reinrutscht, soll er den Bewegungsradius auch kennen und können. Und ja, koordinativ ist dann schon wieder die Sportart an sich in der Regel. Von daher ist immer schwer zu sagen, also was man so genau braucht. Ja, muss man sich die Sportarten schon genauer angucken dann. Aber Definitiv, also ich. grundsätzlich Krafttraining schadet dem wenigsten. Und in den meisten Sportarten ist es schon so, dass Krafttraining immer irgendwo im Teil der Trainingsplanung integriert sein sollte. Ja, Zumindest in auf gewissen jeden Zeitabschnitten. Fall. Also ich habe ja auch mit dem deutschen Rekordhalter im Marathon im Podcast schon gemacht und der macht auch 2-3 Mal die Woche Krafttraining. Ja, der macht dann zwar selten jetzt tiefe Kniebeugen mit einer Langhantel maximalem Gewicht, sondern der macht dann welche Kettlebell-Geschichten, so Zirkeltraining, so Zeug, aber trotzdem auch Krafttraining. Und da müssen wir auch noch alle einfach zugeben, jeder von uns hat so ein Bias, ja, und ich komme halt aus so Kraft- und Power-Sportarten generell und mache jetzt seit Jahren irgendwie Kniebeugen und Kreuzheben und Zeug. Ich stehe natürlich schon eher auf Krafttraining und ich werde dazu auch tendieren, eher mehr Krafttraining zu machen, wie jemand, der dann nicht aus diesen Sportarten kommt. Ja, natürlich alles noch im Rahmen von, was die Evidenz auch hergibt, also was wirklich auch Sinn macht. Aber klar, ich würde schon sagen, Krafttraining schadet eigentlich fast nie. Yes. Also jede Sportart hat ein unterschiedliches Anforderungsprofil natürlich und demnach natürlich wieder irgendwo Specificity is key. Zum Thema Spezifizität werden wir ja später auch noch was sagen. Aber jetzt so, ja, wir haben die Frage natürlich extra so gestellt, weil du bist ja bekannt für dein Es kommt drauf an und immer gibt sozusagen sowieso nicht. Aber aus welchen Sportarten kommst du jetzt genau? Also Kugelstoßen, das ist mir bekannt so, Handball glaube ich auch. Ansonsten, Hürdenläufer hast du auch schon betreut. Ja. Und wie sieht sonst so dein persönliches Spektrum an Sportarten aus, wo du jetzt behaupten würdest, Alter, da weiß ich, was abgeht? Ja, also irgendwo in Deutschland sind wir halt einfach prädestiniert dafür, dass wir Spielsportarten betreuen.
sei es jetzt Handball, Fußball, Volleyball, Basketball, Hockey, was weiß ich, aber so Spielsportarten auf jeden Fall, Mannschaftssportarten. Und bei den Individualsportarten ist es bei mir eher so Sachen Richtung Turnen, Leichtathletik, Kampfsportarten, das sind so eher so die Geschichten. Ja, kommt dann immer drauf an, wer auf mich zukommt. Also wenn es jemand auf mich zukommt und der ist Triathlet, da würde ich dem halt auch ehrlich sagen, so du, vor allem wenn der auf einem hohen Niveau ist, würde ich sagen, ich kann mir dein Krafttraining gerne anschauen, wenn du eh schon Krafttraining machst und kann mir deine Übungsausführung anschauen und so weiter, aber deine Trainingsplanung für dein Triathlon-Training, da bin ich der Falsche. Also weil das ist halt einfach so ausdauerlastig, da habe ich zu wenig Ahnung davon. Ist einfach nicht mein Gebiet. Also bei mir geht es schon eher darum, Leute stark und schnell zu machen. Jetzt, wenn man die Sportarten, du hast Mannschaftssportarten angesprochen, wenn man jetzt so zwei populäre Sportarten, relativ populäre Sportarten im deutschsprachigen Raum hernimmt, zum Beispiel jetzt Fußball und Football, ja, American Football, wie unterscheidet sich der Fokus im Hinblick auf Krafttraining bei diesen Sportarten jetzt so? Also die Footballer, habe ich ja vorhin schon gesagt, die haben erstmal eine Anforderung an mehr Kraft, je nach Position vor allem auch. Also da unterscheidet sich innerhalb von der Mannschaft nochmal ein bisschen mehr, weil die Positionen halt sehr unterschiedlich sind. Wir haben ein paar, die machen ein paar Schritte und sind dann am Gegner dran. Und andere, die haben kurze Sprints und andere haben auch vielleicht mal längere Sprints. Fußball ist natürlich eine deutlich längere Sportart, da man bleibt in der Regel in Bewegung, also ist von der Ausdauer her auf jeden Fall eine höhere Belastung schon auch. Da werden eher mal längere Wege auch gelaufen. Das heißt auch mal eher ja, aus dem Lauf raus ein Sprint zum Beispiel. Das hast du im Football eher seltener, da bist du meistens eigentlich direkt im Sprint drin. Ja, hast eher diese Antritte, klar im Fußball natürlich auch. Von daher wird wahrscheinlich, man sieht es den Leuten auch an. Das ist schon mal so ein guter Hinweis dafür. Ja, also die meisten, also gerade im deutschsprachigen Raum ist jetzt Football noch nicht so weit, dass man sagen, nur die genetisch auch am besten vorgesehenen Leute dafür sind auch am Schluss noch mit drin, wie in der NFL. In der NFL, ja, da bist du nicht drin, wenn du nicht eh schon irgendwie ein Tier bist und halt passt auf deine Position. Aber in Deutschland kannst du auch eine Position spielen, die eigentlich nicht optimal zu dir passt, weil eben die Konkurrenz noch nicht ganz so hoch ist. Aber trotzdem, schaust du dir Footballer an, die sind generell schwerer, sind muskulöser als die Fußballer. Und das liegt unter anderem auch daran, dass sie es einfach halt mehr brauchen. Das heißt, die machen auch mehr Krafttraining, die gehen mehr auf Maximalkraft, die sind im Schnitt auch stärker oder sollten stärker sein, sagen wir es mal so. Also kann man sich auch anschauen, so typische Kraftwerte von Footballspielern, je nach Position im Vergleich zu Fußballern, zu NBA-Spielern und so weiter. Da ist dann schon auf jeden Fall ein Unterschied. Und zum Beispiel der durchschnittliche NFL-Spieler springt höher als der durchschnittliche NBA-Spieler. Wo man eigentlich denkt, dass ja Basketballer eigentlich hochspringen können. Ja, aber die sind halt auch größer. Und die müssen auch gar nicht so hochspringen können. Und die Footballer, die sind halt in der Regel einfach stärker und schnellkräftiger, weil sie halt auch entsprechend trainieren und springen dadurch auch höher. Nice. Okay. Das ist so gut. Gleich eine Frage, die mich interessieren wird. Also wie wichtig würdest du zum Beispiel jetzt beim Fußball generell das Krafttraining sehen, weil es ja doch eigentlich eine ziemliche ja, skill-lastige Sportart im Endeffekt ist? Weil man Fußball, man, in dem Fußball man bringt natürlich Krafttraining jetzt vor allem verletzungsprophylaktisch was, aber letztendlich geht es halt doch darum, dass man einfach gut schießen kann, laufen kann, Laufwege hat etc. Also wie ist da so deine Meinung dazu? Also ich denke, dass eine gut spielende Fußballmannschaft immer eine Mannschaft von besseren Athleten besiegen wird, wenn die nicht gute Fußballer sind. Das heißt, du könntest jetzt irgendwie so eine All-Star-Mannschaft zusammenstellen, der besten Spieler von vor 10 Jahren von mir aus, die jetzt gar nicht mehr aktiv spielen, ja, aber die halt einfach krass spielen können. Und die werden wahrscheinlich so eine jüngere Mannschaft, die athletisch deutlich besser ist, einfach abziehen ohne Ende, weil die halt einfach besser spielen können. Wenn wir jetzt aber auf dem hohen Niveau vor allem vom Skill her alle ähnlich sind, dann ist die Athletik auf einmal wieder entscheidend. Ja, weil dann halt doch wichtiger ist, okay, wer ist jetzt ein bisschen schneller am Ball? Ja, oder also vor allem das halt auch, wer ist wirklich schneller am Ball? Richtungswechsel, wer kann den schneller machen und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die durch deine Athletik beeinflusst werden und dein Skill natürlich. Und wenn wir ins schlechte Fußball wieder runtergehen, also so in die Ligen hier in den Dörfern oder in Städten, sag ich mal, da ist auch wieder gut, wenn du einfach besserer Athlet bist. Weil vielleicht kannst du nicht so gut spielen, aber wenn du halt einfach ultra schnell und ausdauernd bist, dann rennst du den halt doch davon, ja, und machst dann eine Abstaubertore und so weiter.
Also von daher, es wird natürlich immer relevant sein. An allererster Stelle steht immer die Sportart. Das darf man mal nicht vergessen. Ja, also das ist auch mal das große Problem so. Wenn wir jetzt nur dreimal die Woche Training haben, dann werde ich wahrscheinlich nicht dreimal die Woche nur Krafttraining machen, weil ja, dann spielen wir keinen Fußball mehr, sondern dann werden wir dreimal die Woche Fußball trainieren und ein bisschen am Schluss wahrscheinlich ein bisschen Krafttraining machen. Wenn wir fünfmal die Woche trainieren können, dann sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Dann können wir vielleicht dreimal die Woche richtig Fußballtraining machen, zweimal die Woche Kraft- und Schnelligkeitstraining machen. So, weil dann haben wir trotzdem noch ein gutes Verhältnis oder eine gute Zeit an reinem Fußballtraining. Aber so generell natürlich, es schadet nicht, wenn du schneller rennen kannst, wenn du ausdauernder bist und wenn du den Ball härter schießen kannst und höher springen und so weiter. Also das schadet nie. Ja. Und halt eben, Verletzungsprophylaxe ist halt auch der große Punkt. Also da sieht man es halt ganz drastisch, dass die stärkeren Sportler, also schneller sprinten, höher springen, ich glaube 30% weniger Sportverletzungen haben und auch sowas um den Dreh mit Überlastungserscheinungen auch weniger haben und so weiter. Wobei man dann natürlich sagen muss, wenn sie gescheit Krafttraining machen und nicht halt, ja, weil jeden Kraftsportler kannst du fragen, der hat immer irgendwo ein Zwicken und dann ziehen, aber der trainiert wahrscheinlich auch nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt verletzungsprophylaktisch vielleicht das Beste, sondern einfach so No Pain, No Gain Style und im Kopf durch die Wand, Hauptsache viel Gewicht. Stabil. Ja, definitiv. Geben wir da recht. Was du jetzt gesagt hast, es ist immer besser, wenn man jetzt im Zweifelsfall weniger Trainingseinheiten zur Verfügung hat, weniger Zeit zur Verfügung hat, dass man sich eben auf die Sportart konzentriert. Das heißt eben im Prinzip der Spezifizität natürlich. Glaubst du, dass sich dieses Prinzip der Spezifizität den unterschiedlichen, also das ist, du hast jetzt die Theorie mehr oder weniger angesprochen, wie es sein sollte im Hinblick auf hohes Leistungsniveau, mittleres Leistungsniveau, niedriges Leistungsniveau, so was du mit den unterschiedlichen Ligen so angesprochen hast. Glaubst du, dass es sich in der Praxis irgendwie unterscheidet, dass jetzt zum Beispiel im Fußball, nehmen wir her, Manu und ich haben das letzte Mal geredet, so FC Barcelona, wie wichtig ist in so einem Verein dieser Klasse wirklich Athletiktraining? Boah, also im Fußball muss ich sagen, stecke ich eigentlich wirklich wenig drin, was die Mannschaften an sich und so machen, weil ich mich für Fußball an sich null interessiere. Habe noch nie ein Fußballspiel angeschaut, ein komplettes. Werde ich wahrscheinlich noch nie machen, außer ich betreue meine Mannschaft, dann wäre es was anderes. Das heißt, was der FC Barcelona macht, weiß ich nicht genau. Ich weiß von ein paar Leuten, was die bei ein paar Mannschaften sozusagen machen. Und da ist mittlerweile auf jeden Fall Athletiktraining wichtig geworden. Also der Fußball hat erkannt, dass Training außerhalb vom Fußball sinnvoll ist. Ja, und dass man da nochmal einiges rausholen kann. Und da wird selbst im Nachwuchsbereich bei den talentierten Kids wird da auch schon echt viel gemacht, dass die halt drei, vier, fünfmal die Woche teilweise noch extra Training haben, abseits vom Fußball. Ja, natürlich dann so gesteuert, dass man da nicht zu viel macht und so weiter. Aber du wirst wahrscheinlich bei einem Fußballprofi sehen, dass der jeden Tag irgendwo in Anführungszeichen Krafttraining macht. Ja, sei es eine leichte Einheit, sei es ein bisschen Mobility, was weiß ich, was wie du das nennen magst, also irgendwas, wo er sich trotzdem nochmal, wo er ein Training macht, was jetzt kein Fußball ist. Was fragen wollte bezüglich der Trainingsbahn im Hinblick auf Off-Season und On-Season quasi. Wie unterscheidet sich das? Wie shiftet hier der Fokus von Krafttraining und Ausdauertraining und das Zerlegen in die unterschiedlichen Komponenten bis hin zu wirklich dem spezifischen Training, dem eigentlichen, wenn wir jetzt mal wieder Fußball hernehmen oder Football oder keine Ahnung was, dem eigentlichen Spiel. Da kommt es erstmal wieder bei den Sportarten drauf an, wie sieht eine Saison aus, wie lange haben die Pause, wie lange haben die Vorbereitungen und so weiter. Es gibt Sportarten, da hast du fast ganze Jahr über lang, hast du fast ganze Jahr durch Wettkämpfe verteilt. Das heißt, da musst du dann ein bisschen schauen, welche Wettkämpfe sind wirklich wichtig. So ist es ja bei den meisten Sportarten eigentlich auch. Du hast eine längere Wettkampfphase, aber am Schluss von den Phasen hast du irgendwo die wichtigsten Wettkämpfe, sei es eine EM, WM oder sonst irgendwas. Das heißt, da willst du einen Höhepunkt haben. In der Regel wird natürlich am Anfang viel allgemeiner trainiert und zum Wettkampf hin immer spezifischer einmal. Also innerhalb von der Sportart auch. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt Leichtathletik anschauen, dann nehmen wir einen Hürdenläufer, ja, als Beispiel. Dann macht er ganz am Anfang von seiner Vorbereitungsphase in der Regel noch gar kein Hürdentraining und hat noch gar keine Spikes an, sondern der hat seinen normalen Laufschuh an und macht irgendwelche Lauf-ABCs, Sprung-ABCs, verschiedene Drills einfach. Und dann kommen nach und nach die Hürden mit rein. Dann erstmal nur eine, zwei, drei Hürden nur fürs Nachziehbein zum Beispiel, solche Geschichten. Das heißt,
da wird dann angefangen, langsam spezifischer zu werden. Und die Hürden sind dann auch erstmal noch ein bisschen niedriger. Ja, das heißt, nicht die Männerhöhe mit, ich glaube, 1,7 Meter knapp, 1,69 Meter oder irgendwie sowas, sondern dann niedriger bei den Jugendhöhen oder sonst irgendwas. Und dann werden die für Stück auch höher. Teilweise machen es manche Trainer so, dass sie gar nicht die richtige Männerhöhe und die richtigen Männerabstände im Training laufen. Ja, weil die Hürden haben ja auch alle einen ganz speziellen Abstand. Und weil die im Training nie so schnell laufen wie im Wettkampf, passt es von der Schrittlänge her auch gar nicht zwischen den Hürden. Das heißt, die machen die Hürden ein bisschen enger zusammen, ein bisschen niedriger, dass du nicht ganz so schnell laufen musst. Das heißt, darüber können die Intensität steuern. Wie wenn wir jetzt im Powerlifting statt 100% vom One RM nur 80 oder 90 halt draufpacken. Ja, dann können wir natürlich einfach mit weniger Gewicht dann auch trainieren. So machen die das halt mit weniger Schrittlänge und dadurch halt langsamer laufen auch. Und ja, also viele machen es zum Beispiel so, dass sie halt dann kurz vor den Wettkämpfen vielleicht 6 Hürden nur zum Beispiel machen, aber halt aus dem Startblock raus, anfangs vielleicht auch ohne Startblock und so weiter. Das heißt, das normale Training wird erstmal spezifischer mit der Zeit. Aber selbst da gibt es wieder Unterschiede je nach Trainer und so weiter, Philosophie und allem drum und dran. Und vom Krafttraining her machst du natürlich auch am Anfang erstmal allgemeiner. Klassischerweise machst du dann irgendwie ganz am Anfang vielleicht so ein bisschen Kraftausdauer, dann auch Hypertrophie natürlich, ja, dass du halt ein bisschen Muskelmasse draufpackst, um mehr Potenzial zu haben für Kraft und Schnelligkeit später hinten raus. Und dann fängst du an, eher in den Kraftbereich zu gehen, stärker zu werden und dann vor allem diese neuronalen, neuromuskulären Anpassungen hervorzurufen. Das heißt, das Verhältnis von Krafttraining zu Sportartraining muss sich vielleicht gar nicht so stark verändern, aber was innerhalb von den Einheiten gemacht wird und wie viel da drin gemacht wird, das kann sich schon stark verändern, ja. Das heißt, manchmal hast du am Schluss bei so einem Sprint oder sowas irgendwie 3x2 Kniebeuge drinstehen, vielleicht noch Power Cleans oder sowas und sonst nur Sprünge und solche Geschichten, ja. Und am Anfang hattest du vielleicht Ausfallschritte, Kniebeugen, Beinpresse, Hip Thrust, was weiß ich, das alles mögliche Zeug drin gehabt. Also viel, viel mehr verschiedene Übungen, viel mehr Variationen, aber später halt einfach wirklich nur noch zwei, drei Sachen, meistens recht schwer, viele Sprünge und solche Geschichten und halt dann innerhalb von deiner Sportart ein bisschen mehr, auch spezifischer zum Wettkampf hin. Also eigentlich, wie man es vom Gewichtheben und Powerlifting eigentlich auch kennt, nur halt ist das Krafttraining nur ein Teil von dem Ganzen. Ja, und die anderen Sachen, das normale Training ist halt natürlich auch noch mit dabei und da verhält es eigentlich ähnlich. Nice. Was ich vielleicht jetzt noch fragen möchte, wenn wir jetzt eine Sportart hernehmen, wie du jetzt schon angesprochen hast, Kugelstoßen, ja, ist es ja eine Sportart, die jetzt nicht hohe Anforderungen an die Ausdauer jetzt darstellt, das kardiovaskuläre System. Wie wichtig erachtest du jetzt zum Beispiel Ausdauertraining in einer Sportart wie dieser? Also, ich kann jetzt direkt Beispiele bringen vom Training mit dem Nico Kappel, den Kleinwüchsel-Kugelstoßer, den ich betreue. Yes. Bei ihm haben wir noch nie, seit ich mit ihm arbeite, ein reines Ausdauertraining gemacht. So richtig mal eine halbe Stunde lang auf dem Fahrrad. Gut, Fahrrad geht eh nicht, aber halt auf dem Laufband oder sonst irgendwas zu machen. Sondern wir haben halt über hohe Trainingsumfänge, Supersätze, solche Geschichten, das kardiovaskuläre System natürlich auch belastet. Sehr hohe Trainingsumfänge in den Anfangsphasen gehabt, um zu wissen halt, dass er auch am nächsten Tag wieder performen kann. Darum geht es eigentlich. Also es geht da nicht darum, dass er halt eine Ausdauer für seinen Wettkampf braucht, sondern dass er halt nach seinem Wettkampf, der zum Beispiel Samstag war, am Montag im Gym und im Ring wieder trainieren kann mit einer hohen Qualität. Ja, und eben halt nicht fast eine Woche lang raus ist, weil er halt so am Arsch ist von dem Wettkampf und dem Training von der Woche davor. Also da ist es schon einfach nicht mehr ganz so wichtig, wirklich ein reines Ausdauertraining zu machen, weil das kriegen wir das normale Krafttraining auch hin. Und da geht es eigentlich um die Erholungsfähigkeit und die haben wir recht einfach auf dem gewissen Niveau, was wir brauchen, ja, durch das normale Training. Also würdest du jetzt nicht sagen, es gibt irgendwie Standards an Ausdauertraining oder sowas, die du bei jeder Sportart implementieren würdest? Du würdest schon immer im Hinblick auf Spezifität denken und natürlich dann nur in einem Maß die verschiedenen Komponenten implementieren, wie sie eben, ja, wie du sie eben als sinnvoll erachtest für die Ja, auf jeweilige jeden Fall. Sportart. Da kannst du auch im Fußball, kannst du auch schauen, da gibt es Trainer, die lassen ihre Jungs drei, viermal die Woche noch laufen, wirklich extra laufen gehen einfach. Und andere, die lassen die gar nicht speziell laufen. Ja, und ich bin dann auch eher einer, wo sagen würde,
wenn ich zweimal die Woche mit einer Mannschaft, mit einer Fußballmannschaft jetzt mein Training machen kann, dann werde ich mit denen keine Ausdauergeschichten machen, weil ich in der Zeit mit denen einfach erstmal die für mich grundlegenden und wichtigeren Sachen machen möchte, mit dem Basic-Krafttraining und dann vielleicht speziell noch irgendwelche Sprung- und Sprintgeschichten, solche Sachen, weil die in ihrer Sportart, im normalen Training, wenn die 2 Stunden Fußballtraining haben, eh schon so viel laufen und in der Regel einen hohen Puls haben und so weiter. Das heißt, da die Kommunikation mit dem Trainer aussuchen und vielleicht auch einfach mal überwachen lassen mit einem Brustgurt, Pulsgurt, Puls überwachen und schauen, wie hoch sind die eigentlich während dem ganzen Training. Ja. Und da hatte ich auch mit einem Fußballtrainer, mit dem ich mal geplant hatte, zusammenzuarbeiten. Die Vertragsgespräche damals zwischen ihm und der Mannschaft haben nicht ganz hingehauen gehabt, aber auch also ja, doch auf dem höchsten Niveau eigentlich. Und er hat auch gemeint, sein Training ist so schnell und so hart, dass die Jungs kein extra Ausdauertraining brauchen. Was der von mir braucht, ist, dass die fit sind, also dass die verletzungsfrei bleiben und dass die schnell sind, dass die lossprinten können, ja, einfach schneller als die anderen sind, dass die re schnelle Richtungswechsel machen können, dass sie beim Kopfball höher springen können, solche Geschichten. Das heißt, er wollte die halt schnell und spritzig haben. Das war seine Aussage. Und sein Fußballtraining war halt viel 3 gegen 3 Geschichten, 4 gegen 4 so Zeug. Das heißt, die sind die ganze Zeit eigentlich in einem Intervalltraining drin gewesen, so. Die brauchen da nicht viel, nochmal extra joggen gehen. Machen sie natürlich nach einer Pause und so weiter. Nach einer Saison hast du vielleicht ein paar Wochen Pause. Danach zum Reinkommen gehen die bestimmt ein, zweimal die Woche noch locker joggen. Aber später dann einfach nicht mehr, weil es gibt dann Wichtigeres und Sinnvolleres mit der Zeit anzustellen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da hätten noch eine Zuschauerfrage vom Leon bekommen bezüglich Basketball, aber ich denke, das haben wir eigentlich soweit beantwortet, weil er hat halt auch nicht dazu geschrieben, wie oft er jetzt Training hat oder sowas. Aber da ging es ja auch ums Thema, wie er jetzt Krafttraining integrieren kann in der Saison bei Basketball, wenn man sich jetzt speziell eben dann ums Thema Fatigue, also Ermüdung, wenn man sich das anschaut, also wie das am besten klappt. Hättest du da vielleicht ein paar Tipps für den? Ja, also innerhalb von der Saison ist ja das Ziel von dem Krafttraining oder Athletiktraining eher der Erhalt von deinen Qualitäten, die du dir antrainiert hast in der Vorbereitung und gar nicht mehr so arg, ich muss jetzt unbedingt nochmal stärker werden in der Kniebeuge, 10 Kilo draufpacken oder sowas oder was weiß ich, sondern da geht es eher darum zu erhalten, was du dir antrainiert hast. Und das geht recht einfach. Da reicht in der Regel ein, zweimal die Woche so ein bisschen Training. Da musst du nicht allzu viel machen. Also ich habe mich jetzt nochmal mit dem ganzen Muscle Memory, Retraining, Detraining und sowas nochmal eingelesen, jetzt bezüglich Speziell Corona, weil doch jetzt alle denn? Angst hatten. Ja. Alle hatten ja Angst, dass sie ihre Gains verlieren und da passiert so schnell eigentlich gar nichts, vor allem wenn du aktiv bleibst. Ja. Von daher, was wir sehen können, zum Beispiel jetzt auch, was die Fußballer oft machen, wenn die samstags ihre Spiele haben, ist, dass die halt montags oder dienstags dann das schwere Krafttraining nochmal machen und vielleicht Mittwoch oder Donnerstag nochmal dann die schnellere Einheit, falls sie 2 Einheiten machen, die dann ein bisschen mehr Sprints und so weiter drin hat, dass du halt am nächsten Samstag fürs nächste Spiel wieder topfit bist und halt die Ermüdung, die du dann von dem Montagstraining hast, einfach schon weg ist, so im Endeffekt, ja. Und dann halt auch schauen, was sind die Basics, ja, und ein bisschen deine Erfahrung auch mit reinnehmen. Also ich persönlich, wenn ich in der Sportart, wenn ich jetzt zum Beispiel Basketballspieler wäre und ich jetzt aktuell jedes Wochenende Spiele hätte, dann wüsste ich, dass ich keine Bulgarian Split Squats trainieren würde. Weil ich habe, egal wie ich im Training drin bin, ich habe einfach eine Woche lang Muskelkater davon. Immer. Egal wie viel Gewicht ich benutze. Ich habe gestern mit 50 Kilo wieder zum Reinkommen Bulgarian Split Squats gemacht. 3x10 Wiederholungen. Das ist weit, weit, weit entfernt vom Limit. 50 Kilo. Mein Arsch ist heute sowas von am Arsch. Also wirklich. Ich habe Muskelkater. Ich habe das jedes Mal. Das heißt, ich weiß, das werde ich nicht machen. Ich weiß aber auch, ich kann zum Beispiel schwer beugen. So gut wie jeden Tag und ich merke nicht allzu viel davon. Kreuzheben werde ich wahrscheinlich auch nicht so schwer. Ja, also von daher einfach ein bisschen gucken, was ist deine Erfahrung mit bestimmten Übungen, wo kannst du einen hohen Stimulus setzen, ohne viel Ermüdung zu generieren, zum Beispiel auch. Was fühlt sich gut an für dich? Also viel davon ist einfach auch individuell, ja, auch wenn es jetzt theoretisch nicht das Optimum wäre, wenn der sagt, hey, ich fühle mich danach einfach so geil, wenn ich die Übung mache, dann mach sie. Weil wenn du dich gut fühlst, performst du in der Regel auch gut. Ja, und wenn ich dir sage, hey, die Übung ist aber so scheiße, bla bla bla, ist egal. Du fühlst dich geil damit. Von daher passt es dann auch. Und wie würdest du es zum Beispiel handhaben, wenn du angenommen jetzt wirklich alle 3 Tage oder so ein Spiel hast? Würdest du dann phasenweise zum Beispiel Krafttraining mal komplett rausnehmen für ein paar Wochen? Oder würdest du trotzdem, wie würde sagen, okay, schau, was sich gut anfühlt für dich, wo du eben weißt, okay,
Erzeugt jetzt nicht so lange Muskelkater, aber macht das trotzdem. Ist natürlich dann schwer, kommt einmal darauf an, wie lang ist diese Phase von Wettkämpfen dann wirklich auch. Wenn die halt 2 Wochen mal ist, dann könnte man auch 2 Wochen kein Krafttraining machen, das wäre kein Problem. Wenn die jetzt aber 6, 8, 10 Wochen lang wäre, dann würde ich schon schauen, dass wir irgendwo Krafttraining machen können, weil 10 Wochen ganz ohne Krafttraining und nur Wettkampfbelastung ist vielleicht auch nicht ganz so geil. Ja, von daher, du kannst wirklich erhalten, ganz easy mit ein paar Wiederholungen, irgendwie bei 80%. Das heißt, wenn du normalerweise 200 beugst, lad dir 160 auf, mach 2, 3 Wiederholungen Kniebeuge, davon merkst du nicht viel. Ja, aber dann fühlst du dich trotzdem ganz gut. Also, du kannst natürlich über den Trainingsumfang und wie weit du vom Muskelversagen entfernt bleibst und so weiter halt auch stark steuern, wie viel Ermüdung du auch anbaust. Also auch, das hört man jetzt auch mal wieder so, oh mein Gott, eine maximal schwere Wiederholung, dann hast du dein zentrales Nervensystem voll ermüdet. Ist halt nicht so. Dein zentrales Nervensystem ermüdet nicht von der maximalen Wiederholung. Das ermüdet von submaximalen Wiederholungen bis zum Muskelversagen. Aber das ist so, im Alltag hörst du immer genau das Gegenteil, ja. Das heißt, mit dem Nico haben wir es schon ausprobiert, wenn er 2 Tage vorm Wettkampf gar nichts macht, fühlt er sich geil. Wenn er am Tag vorm Wettkampf nochmal richtig schwer beugt und Sprünge zum Beispiel macht, fühlt er sich nicht ganz so geil, aber performt trotzdem gut. Und teilweise auch besser. Also von daher, man muss auch ein bisschen gucken, was sagen die Zahlen auch, die Resultate so ein bisschen. Ja. Also dann generell aber auch stark vom Trainingszustand abhängig. Also wenn ich jemanden habe, der halt sonst irgendwie nur 2-mal die Woche Krafttraining macht, der wird natürlich von einer Einheit ein bisschen mehr merken, als wenn jemand eh schon 5-mal die Woche Krafttraining macht, plus seine eigene Sportart noch trainiert. Also muss man auch wieder ein bisschen beachten, dass halt Top-Sportler sind halt Profisportler. Das heißt, die machen nichts anderes. Also die Turnerin Eli Seitz, mit der ich einen Podcast vor 2 Jahren schon gemacht habe, die trainiert 28 Stunden die Woche. Ja, wenn die eine Stunde Krafttraining macht, das ist halt nichts für sie, weißt du so. Wenn jetzt jemand 3-mal die Woche eine Stunde trainieren geht, ist schon was anderes für den, wenn der nochmal eine Stunde extra Training macht, so. Das sind alles Sachen, die da halt mit reinspielen, so. Also auch dein aktueller Stand und deine Fitness und so. Ja, merkt man wieder, dass der Körper adaptiert, ja, mit zunehmender Belastung natürlich. Was ich dich jetzt vielleicht noch so im Hinblick auf deine bisherige Erfahrung fragen wollte, wenn du jetzt eine Mannschaft betreust, so wie du es jetzt schon angesprochen hast, betreust du dann so jeden Spieler einzeln individuell oder betreust du dann sozusagen die Mannschaft als Ganzes im Hinblick auf Athletiktraining und schreibst sozusagen oder handhabst die Planung für die Mannschaft als Gesamtes? Im Optimalfall hast du dir Zeit, mit jedem Einzelnen zu arbeiten. Im Optimalfall. Weil halt ist es ja doch jeder unterschiedlich. Also du kannst eine Handballmannschaft nehmen, die sind zwar optisch, sehen die irgendwie alle recht gleich groß und gleich schwer vielleicht aus, aber der eine ist scheiße stark, der andere ist super schwach, der eine ist mega schnell, der andere ist ultra langsam, der eine ist super ausdauernd, der andere hat null Ausdauer. Die Unterschiede können so groß sein, dass es da Sinn macht, mit jedem Einzelnen zu arbeiten, aber den Luxus hast du selten. Den hast du auf dem allerhöchsten Niveau. Weil dann bist du halt auch wirklich da, um auch mit jedem Einzelnen zu arbeiten. In der Regel hast du halt eine Mannschaft und hast vielleicht eine halbe Stunde Zeit. So, am Ende vom Training. Und dann musst du halt schauen, was bringt den meisten was? Was sind so die Basics, die Grundlagen, die wirklich jedem von dem was bringen, die einfach wirklich auch sinnvoll und notwendig sind? Dann machen wir die auf jeden Fall. Und dann kannst du immer noch schauen, so, hey, okay, ich weiß, der hat mit den Hamstrings Probleme. Dann kriegt er halt irgendwelche Nordic Hamstring Curls zum Beispiel extra. Oder der andere bekommt, weil er Schulterzwicken hat, hier noch eine Übung oder sonst irgendwas. Kannst natürlich denen auch sagen, so, hey, du trainierst ja im Fitnessstudio noch, mach mal mehr von dem und dem. Ja, ob sie es dann machen, ist die Frage. Kommt immer aufs Niveau drauf an. Von daher, ich hatte es auch schon, dass eine Mannschaft hat, den hat mir angeboten, dass wir einmal die Woche nochmal extra Krafttraining machen. Athletiktraining. Oh, die haben ja schon 3-mal die Woche Training. Nee, haben sie keine Lust. So, 3-mal die Woche war schon genug für die. Wo ich mir dachte, ja, okay, dann wird es wahrscheinlich auch nichts werden, dass die halt alle jetzt viel besser werden, wenn halt wie sagt man so, der Wille nicht da ist, nochmal ein bisschen mehr zu machen dafür. Im Optimalfall bei den Profis hast du natürlich dann auch für jeden auch Zeit oder kannst dir kleinere Gruppen rauspicken, vielleicht positionsspezifisch. Ja, im Football von mir aus, dass die ganzen Linemen einmal zu dir kommen, dass dann die Receiver zu dir kommen. Weil die ja schon anderes Training brauchen in der Regel, weil die sind so unterschiedlich von der Belastung und so weiter her. Oder halt sagst du, okay,
alle mit kaputten Schultern kommen zu mir, alle mit Knie kommen zu mir, alle Fitten kommen dann zu mir, dass du halt dann einzeln mit denen auch wieder ein bisschen fokussierter arbeiten kannst. Ich frage nur deswegen, weil du bist ja auch Online-Coach, ja, für alle, die sich für die Komponente vielleicht interessieren. Und da merkt man, wir coachen ja auch viele Leute und da merkt man halt, wie stark hier ja, wie soll man sagen, die Ansprüche divergieren. Ja? Also einfach hier ja, die Individualität. Das ist so ein hohes Maß an Individualität, und das wirst du ja bei einer Mannschaft jetzt in keinem kleineren Ausmaß haben. Ja? Auch wenn jetzt irgendwo vielleicht grundvoraussetzungstechnisch ein generelles Maß an Fitness sicherlich haben, aber jetzt so trotzdem noch immer individuelle Ansprüche im Hinblick auf Krafttraining, auf Ausdauertraining und so weiter. Und deswegen stelle ich mir das richtig, richtig schwierig vor, so. Ja, auf jeden Fall. Auch aus Coaching-Sicht. Ich meine, das wirst du ja aus deinem Coaching auch kennen. Du hast Leute, die schreiben dir jeden Tag und die wollen die ganze Zeit die Kommunikation und so weiter haben. Die brauchen echt viel von dir. Ja, und andere, denen musst du dann nach 2 Wochen mal schreiben, so, hey, alles klar bei dir, trainierst du noch so? Die tragen alles fleißig in den Plan ein, aber du hörst nie was von denen, so, weißt du? Und bei einer Mannschaft kann es genauso sein. Du hast welche, die sind die ganze Zeit bei dir und sagen, hey, ich bräuchte mal hier was, kannst du mir da mal helfen, kannst du da nochmal drüber schauen und so. Und andere werden niemals von sich aus auf dich zukommen. Und dann musst du hinterher sein und gucken, so, hey, kann ich dir noch irgendwie helfen? Brauchst du noch irgendwas? Hast du irgendwelche Probleme? Fühlt sich alles gut an? Wie fühlst du dich? Ja, also da schon, auch da sind die Unterschiede echt groß. Ich denke, dass vor allem natürlich auch bei skilllastigeren Sportarten wahrscheinlich noch schwieriger ist, das Ganze oder die Mannschaften, die einzelnen Spieler jetzt wirklich zu motivieren, also zum Beispiel bei Einzelsportarten, oder? Ja, es kommt auf die Mannschaft an, weil es gibt manchmal so Mannschaften, da hast du so den unoffiziellen Captain und Okay. der tritt einfach allen in den Arsch und reißt alle mit so und die ziehen dann auch mit. Ja, also Okay. dann, das fand ich beim Handball immer gut. Weil da ist es so von der Mentalität her eh schon so. Dann sagen die so, auf Jungs, kommt, jetzt gibt nochmal Gas von sich aus. Die Okay. tun sich gegenseitig immer so ein bisschen pushen und anspornen. Was ja auch immer geil ist, wenn du so die Kraftraum-Videos aus den Highschools und Colleges in den USA siehst bei den Footballern, wenn dann einer einen neuen Power-Clean-Rekord oder Kniebeugen-Rekord versucht und die ganze Mannschaft sind auch mega viele Spieler dann da im Kreis um den rumstehen und halt den anfeuern und rumschreien und voll ausrasten so. Da kannst du ja nur performen eigentlich, ja. Und bei Individualsportlern, da bist du halt dann vielleicht alleine mit dem Athleten im Kraftraum, sonst auch niemand da oder so, je nachdem, wann man trainiert. Und wenn der halt nicht von sich aus dann schon so ist, dass er sagt, hey, ich gebe auch Gas und ja, dann ist natürlich auch wieder, dann bist du der, wo sagen muss, komm, da geht noch was oder jetzt hau rein. Und weil da habe ich schon Glück, sag ich mal, weil ab einem bestimmten Niveau sind die Sportler von sich aus eigentlich schon so, dass die halt eher mehr machen wollen, als eigentlich nötig wäre. Und du Ja, bist dann eher der, okay. der sagt, hey, chill, easy, passt schon. Mach mal low, so. Weißt du, so dann, ja, meinst du, es reicht, wenn wir jetzt, meinst du, es ist genug, wenn wir jetzt nur das und das machen? Sag ich, ja, das passt alles, keine Sorge, so. Ja, also, hab da auch immer noch eine Turnerin im Hinterkopf, die in ihrer Reha nach einem Kreuzbandriss war schon 4 Stunden in der Turnhalle, also 4 Stunden in der Turnhalle Training gehabt, hat morgens schon ihr Krafttraining gemacht und kam dann zu uns in den Kraftraum und hat gemeint, es steht zwar nicht auf dem Plan, aber sie macht jetzt noch ein bisschen Intervalltraining. So, ob ich irgendwie noch eine Idee hätte, was sie noch machen könnte. Dann sage ich so, Alter, du hast schon den ganzen Tag trainiert. Ja, jeder andere Mensch würde jetzt eigentlich hier nur liegen und weinen und schlafen wollen so. Und du willst jetzt nochmal das beschissenste Training sowieso noch machen, so ein richtig hartes Intervalltraining. Also, ja, da einfach der Drive von innen bei denen ist meistens schon echt krass so. Ja, also glaubst du, je höher irgendwo auch das Niveau ist, desto engagierter sind die Leute, dass sie wirklich noch mehr rausholen wollen. Weil ich war jetzt zum Beispiel auch schon Physiotherapeut bei irgendwelchen Fußballmannschaften, ja, und da habe ich halt mit denen so Krafttraining gemacht und die Hälfte, sagen wir mal so jetzt pauschal, hat gar nicht verstanden, warum sie das jetzt machen. Und ich muss halt alle motivieren und ihnen den Sinn dahinter erklären und irgendwie so. Und ist halt schwierig, ja. Vor allem eben, wie der Manu schon angesprochen hat, bei so richtig skilllastigen Sportarten, dass man den Sinn dahinter den Leuten näher bringt, damit man sie erstmal dazu ja, aufrafft, dass sie das machen, ja. Ja, ich glaube, da ist der Fußball einfach ein bisschen speziell, muss man auch sagen, weil man muss halt sagen, die Leistungsdichte im Fußball ist so extrem hoch. Das heißt, alle, die dann irgendwo in die höheren Ligen reinkommen,
die sind halt schon lange gut gewesen. Die waren schon als Kinder, waren die wahrscheinlich schon in der Auswahl und Talenttraining und waren da jeden Tag am Trainieren und so weiter und waren gut. Ja, und das geht immer so weiter. Dann sind die noch Schüler irgendwie, keine Ahnung, gerade so Teenager, verdienen vielleicht schon mehr Geld als der Papa durch ihren Fußball. Und das sind alles so Sachen, die halt wahrscheinlich für die Persönlichkeitsentwicklung, nenne ich es mal, vielleicht jetzt nicht unbedingt von Vorteil sind, ja. Dass man so eine harte Arbeitsmoral und so weiter da vermittelt bekommt, weil halt die Fußballer gerne mal so ein bisschen betüttelt werden. Ja, also ich habe auch mit so Talentkids im Fußball Schnelligkeitstraining gemacht und ich habe mich immer aufgeregt, wenn dann die Eltern mitgelaufen sind und die Taschen getragen haben. So, warum kann der kleine Junge jetzt nicht seine Tasche selber tragen? Der ist 12 Jahre alt. Kann seine scheiß Sporttasche doch selbst tragen oder nicht? Und seine Flasche, seine Wasserflasche. Das sind alles so Sachen, weißt du, die kriegen alles hinterhergetragen, werden beim Auto überall hingefahren, ja, es wird alles gemacht und klar haben die halt später, wenn sie dann Profis sind, vielleicht keinen Bock dann irgendwie anstrengendes Krafttraining zu machen. Sie sind ja auch Profi und können ja gut spielen und so weiter, aber das ist so ein, das ist glaube ich einfach nur ein bisschen Fußballerproblem. Schon, Okay. glaubst du, das ist eine Ego-Geschichte, so ein bisschen? Ja, also das ist, ich glaube, vor 10 Jahren war es im Athletiktraining im Fußball eh nochmal eine ganz andere Geschichte wie jetzt. Ja, und vor 20 Jahren nochmal was ganz anderes. Also ich glaube, das entwickelt sich aber gerade in eine sehr, sehr gute Richtung, dass diese Bereitschaft dafür auch viel, viel größer geworden ist. Und es gibt ja auch wirklich Vereine, die machen da auch extrem viel. Also alles außerhalb von dem normalen, regulären Fußballtraining, sei es jetzt Krafttraining, sei es Datenerfassung, also die ganze sportwissenschaftliche Geschichte auch mit Leistungsdaten erfassen und virtuelles Training und was weiß ich was, da gibt es ja echt abgefahrene Geschichten mittlerweile. Ja, also ich glaube, da entwickelt sich generell in gute Richtung, dass die Fußballer auch erkennen, so hey, schon sinnvoll, wenn wir Krafttraining machen. Und wenn es am Schluss nur Ronaldo ist, der halt ein Sixpack hat und ein bisschen Muskeln hat und die Jungs wollen deswegen auch so aussehen und machen deswegen Krafttraining. Ja, voll. Hey, also richtig, richtig gute Erläuterung, ja, passt gut. Wir haben noch eine Zuschauerfrage erhalten, die ich jetzt aber ein bisschen umformulieren auch werde, weil die Frage war, wesentliche Keypoints, in denen sich Bodybuilding vom Powerlifting Programming unterscheidet, und es tut jetzt eigentlich so nicht zur Sache, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, wie würdest du sagen, unterscheidet sich jetzt Powerlifting Programming in eventuell einer Maximalkraftphase von einem typischen Programming, das du jetzt einen Sprinter geben würdest, eben ja, in absehbarer Wettkampfnähe, einem Monat out vielleicht? Also erstmal das Besondere an Powerlifting und vor allem auch Gewichtheben ist halt, dass unser Athletiktraining auch die Sportart ist. Das heißt, das ist eine der wenigen Sportarten, wo wir wirklich eigentlich immer spezifisch trainieren können, weil wir halt genau das machen, was wir auf der Plattform am Schluss auch machen. Das ist schon mal so ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja, das heißt, alles, was ich mit dem Sprinter im Kraftraum mache, ist unspezifisch. Natürlich gibt es Sachen, die sind vielleicht ein bisschen spezifischer, wenn man so argumentieren möchte, aber an sich ist es unspezifisch. Also auch mit einem Fußballer oder so. Und Krafttraining ist ja nur Mittel zum Zweck. Das muss man auch erkennen. Ja. Weil klar, wieder ich ja auch, ich mache halt gerne Krafttraining und ich coach auch gerne Krafttraining. Ich schaue mir super gerne Kniebeugen an und sehe die ganzen kleinen Details. Ja. Und korrigiere die gerne und so weiter. Das Krafttraining muss halt für einen Sportler an sich einfach nur gut genug sein. Ja, auch Gewichthebentechnik zum Beispiel, die muss nur gut genug sein, dass er sich nicht verletzt, dass er halt die, von mir ist die Triple Extension halt kraftvoll macht und explosiv macht und so weiter. Aber er muss kein technisch perfekter Gewichtheber sein, um ein geiler Sprinter zu werden oder anderer Sportler. Dann müssen wir halt bedenken, dass im Powerlifting Maximalkraft am Schluss das Einzige ist, was zählt. Das heißt, eine Wiederholung, maximales Gewicht bewegen und dabei noch technisch so perfekt wie möglich. Das heißt, wir können wirklich das maximale Gewicht bewegen, was wir theoretisch bewegen könnten. Das ist für einen Sprinter scheißegal. Ob der Sprinter 300 beugt, zählt nicht, wenn der am Schluss nicht schneller läuft wie der andere. Ja, und deswegen würden wir diese ganze Maximalkraftgeschichte bei dem Sprinter in der Vorbereitung einfach ein bisschen früher machen. Weil die natürlich nur sozusagen ein Mediator dafür ist, dass er dann später auch schneller und explosiver sich bewegen kann. Ja, das heißt, da würde dann das Krafttraining an sich vielleicht recht ähnlich aussehen. Wir würden immer noch schwere Kniebeugen machen. Die Tiefe zum Beispiel könnte unterschiedlich aussehen, also wie tief wir auch gehen.
Wir würden wahrscheinlich mehr Sprünge machen. Wir würden vielleicht Sprungkniebeugen machen, solche Geschichten. Also es kommt einfach so ein bisschen darauf an, auch was für ein Typ du bist. Da ein super Beispiel von den Olympischen Spielen 88 war dann Ben Johnson, der dann des Dopings überführt wurde für eine Sache, die er nicht genommen hat anscheinend. Er hat andere Sachen genommen, hat er zugegeben, im Vergleich zu Carl Lewis, der dann den Titel bekommen hat danach, obwohl der auch theoretisch positiv getestet wurde in der Vorbereitung, so wie alle Amerikaner in dem Jahr. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Wer sich dafür interessiert, dem kann ich die, ich glaube, ARD oder Arte-Doku Blut und Spiele empfehlen. Ist auf YouTube. Kann man sich kostenlos anschauen. Sehr interessant. Auf jeden Fall, der Amerikaner war halt auch Weitspringer und war da auch sehr, sehr, sehr gut. Und der Ben Johnson war aber halt reiner Sprinter. Und Ben Johnson war scheiße stark. Der hat Box-Squats gemacht mit 600 Pfund auf 3, 4 Wiederholungen. Ja, der hat auch mega viel Bankdrücken gemacht. Also der war richtig, richtig stark. Glaube ich, irgendwie 1,75, 1,78 groß. Also eher kleiner, muskulöser Typ. Scheiße stark. Der andere war halt schmal und lang. Ja, und bei weitem nicht so stark. Hat auch kaum Krafttraining gemacht im Verhältnis. Und war aber halt sehr reaktiv. Also einfach vom Typ her schon mal ganz anders. Ben Johnson war schneller. Aber an sich waren halt beide ähnlich schnell. Das war jetzt kein Riesenunterschied. Und selbst da siehst du halt, auf dem allerhöchsten Niveau kannst du halt mit sehr unterschiedlichen Methoden auch sehr, sehr, sehr weit kommen. Ob jetzt Carl Lewis genauso schnell geworden wäre wie Ben Johnson, wenn er auch so trainiert hätte, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht. Weil irgendwo hat jeder seine Stärken und auch seine Schwächen und das muss man auch so ein bisschen erkennen. Da gibt es noch so ein geiles Beispiel. Ich vergesse jedes Mal, wie der heißt. Von den Bahamas ein ehemaliger Basketballspieler, der dann zum Hochsprung gekommen ist. Und zwar hat sein Kumpel beim Basketball, weil der hat immer gedankt, ihm zugeschaut und der war selber halt Hochspringer und gemeint, hey, komm mal zu uns ins Training. Das war, glaube ich, auch College sogar. Und probier mal Hochsprung, weil du kannst so krass danken und so hochspringen. Ja? Ich glaube, der Typ hieß irgendwas mit Donald. Ich glaube, mit Nachnamen hieß er Donald, ich bin mir nicht ganz sicher. Und auf jeden Fall, der hat eine absolut beschissene Technik gehabt. Und ist aber beim ersten Versuch irgendwie 2,20 Meter gesprungen und hat dann in dem Jahr ist er dann auf die WM gekommen, zur WM gekommen. Also der ist einfach unglaublich hoch gesprungen mit der absolut beschissenen Technik. Ein scheiß Anlauf, scheiß Absprung, scheiß Technik über die Stange. Und dann hieß es, okay, das ist ein ungeschliffener Diamant. Und jetzt kommt, da wollte natürlich jeder Hochspringtrainer wollte den halt haben und den schleifen, dass der halt ein perfekter Diamant wird sozusagen und halt noch höher springen kann. Und auf einmal war er nur noch verletzt. Ja, weil sie haben seinen Absprung geändert, seinen Anlauf geändert und so weiter. Aber seine Strukturen waren nicht vorbereitet auf diese neue, ungewohnte Belastung, Bewegung. Der hat sein Leben lang genauso trainiert und ist genauso gesprungen. Und das kann sein Körper und das können seine Strukturen auch ab. Und dann diese starke Veränderung und dann diese neue, krasse Belastung, die ist echt richtig krass. Darf man nicht unterschätzen. Also Hochsprung, wenn man sich mal den Absprungfuß anschaut in Zeitlupe, wie das aussieht. Da würden uns die Sprunggelenke zerfetzen wahrscheinlich, so wie das aussieht. Aber man muss halt bedenken, dass man ja als Kind mit Leichtathletik anfängt und schon immer Sprünge macht und dann irgendwann den Anlauf übt und dann diesen Absprung übt und dann mit den Jahren ja erst in der Jugend irgendwann dann sich spezialisiert auf Sprung und dann auf Hochsprung. Das heißt, man hat schon jahrelange Vorbereitung gehabt. Ja, und wenn man da halt eben so 0 auf 100 geht, auch wenn man vielleicht hochspringen kann, ist es halt meistens scheiße. Und dann, ja, passiert dann vielleicht auch was. Also, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da abgedriftet bin, was die Ursprungsfrage war. Ich glaube, wie sich das Training unterscheidet Ja, 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 vom ja. Aber es Powerlifting. war Ja. super. Ja, also, der Powerlifter kann halt irgendwie am Schluss in der Vorbereitung vielleicht 4, 5 Mal im Kraftraum sein die Woche, je nachdem, nach welcher Philosophie er trainiert. Und der Sprinter wird wahrscheinlich seltener im Kraftraum am Schluss sein. Oder vielleicht auch mal nur vor den Sprints 2, 3 Sätze Kniebeugen machen und danach sprinten gehen. Oder andersrum zum Beispiel. Also vom Umfang her einfach generell auch vielleicht ein bisschen weniger Krafttraining machen. Das wird wahrscheinlich so einer der größten Unterschiede auch sein. Aber selbst dann wieder, wie gesagt, das Training von Ben Johnson kann man sich anschauen. Das gibt es online nachzulesen. Charlie Francis war sein Trainer. Gibt auch das Buch von Charlie Francis, wo auch die Workouts drinstehen. Der hat eigentlich wie ein Powerlifter trainiert, recht ähnlich. Ja, also sein Geil. Krafttraining. Geil. Oder? Damon, das war eine mega geile Episode. Wir sind jetzt schon eine Stunde in und haben noch eine abschließende Frage an dich, bevor du dann. Du sagst schon eine Stunde in, ich sag nur, weil meine Ja, Folgen deine Podcasts im Schnitt mittlerweile sind 1,5 Stunden.
Und da sind viele Einzelepisoden mit einer Dreiviertelstunde alleine, aber mit meinen Gästen ist eigentlich immer 2 Stunden mittlerweile. Ist echt Ja, ist ein krass. Wahnsinn. Ist ein Ja. Wahnsinn. Ja, aber es sind sehr enjoyable zum Hören. Also so ist mega, mega guter Flow und ich finde auch jetzt so total angenehm zum Zuhören. Übrigens, harte Props für deine Soundqualität, ist wirklich crazy. Bestimmt. Aber was wir, also ich habe mir jetzt nur aufgeschrieben bezüglich der Zuschauerfrage, dass das ungefähr 1000 Leute gefragt haben, was stört Damien an Intelligence Strength? Ja, das ist einfach nur, es ist einfach nicht meins. Also dieses dieser Bodybuilding, was sagt der Astel, dicker Astel Flair und das ganze Ding, das ist einfach nicht meins. Ja, das ist wie der Hip-Hopper, der halt den ganzen Metalern sagt, was hört ihr da für scheiß Musik? So ist es halt einfach nur bei mir. Also überhaupt nichts, was irgendwie Hand und Fuß hat, sondern einfach nur ist nicht meins. Geil, geil. Wir mögen dich trotzdem, Damien. Wir mögen dich trotzdem. Nee, also ernsthaft, du bist jederzeit natürlich auch im Dustgym willkommen, auch wenn du es vielleicht nicht unbedingt hin willst, aber Ja, immer gerne gesehen. Also. falls ich mal in Wien sein sollte, werde ich natürlich schon vorbeischauen. Ja. Auch wenn ich Eintritt zahlen muss, weil meine Arme zu dünn sind, aber. Aber Ja, du du kannst auch eine kannst die Kurzhantel Kurzhandel aufheben. heben. Was Kannst kann du ich? Eine Kurzhantel kannst du aufheben. Eine 150 Kilo Kurzhantel, einarmig. 150 Kilo? Ja, einarmig. 150 Kilo einarmig heben und dann kommst du gratis rein. Dann komme ich gerade rein. Ja, Perfekt. perfekt. Weil Kurzhantel müsste leichter sein wie Langhantel. Und 150 Langhantel habe ich auch schon mal Achso, gemacht, naja, einhändig. vom Ding her schon. Von der Balance her. Der Griff ist eher das Problem. Ich habe Ja. doch meine, ich habe riesen Affenpranken Okay, ja, und das ist gut. Das ist gut. ich könnte wahrscheinlich sogar eine Axel-Hook rippen, fast schon. Also von daher, Okay, komplett festhalten irre. geht. Ja, dann kommst du gratis rein. Kommst du gratis rein. Sehr, sehr Und geil. ansonsten werden wir aber so arrangieren. Alles gut. Nee, Habt ihr euch so. jetzt eigentlich anstrengen müssen, einigermaßen Hochdeutsch zu sprechen? Ich ein Was? bisschen Ich glaube, mehr. wir machen es eigentlich immer genauso wie jetzt, oder? So bewusst, dann, sobald wir im Podcast sind. Ja, voll. Okay. Also das immer. Also ich muss mich immer gleich wieder anstrengen. Ach Auch so, jetzt naja, mach. bei Videos oder so. Ja, ein bisschen Anpassung ist schon da, weil ich komme ja aus dem Süden Österreichs eigentlich, nicht aus Wien. Manu kommt ja aus Wien Umgebung, also Niederösterreich quasi. Und dementsprechend muss ich mich da schon ein bisschen mehr bemühen, damit ich die Leute verstehen. Weil wenn ihr jetzt ganz normal Kärntnerisch redet, dann ist es natürlich jetzt ein bisschen so, ja, kann mich nicht jeder verstehen. Ja. Ja, genau, das ist nämlich auch mein Problem immer. Also ich habe Ja. auch, wie heißt der Podcast von den Intelligent Strength? Die Von Peter Bubble Babel, die Program. Bubble Program. Genau, da habe ich einmal reingehört, ich habe einfach nichts verstanden. Ja, perfekt. Also auch bei so Bayerisch verstehe ich halt auch nichts. Also von daher, ich bin da eh schon gleich raus, aber ich muss mich ja auch immer. Ich spreche im Podcast anscheinend auch anders wie in echt, sagt meine Freundin. Ich Schon, merk's oder? nicht ganz, aber wenn ich mit meinem Kumpel von zu Hause telefoniere, dann rede ich wieder wie so ein Bauer aus Baden. Das habe ich mir schon so ein bisschen abgewöhnt auch, aber Wo jetzt kommst ganz du ursprünglich her? ursprünglich oder wo ich Ursprünglich, aufgewachsen bin. ursprünglich. Also Wo du aufgewachsen bist, ja. ich bin in Frankreich geboren, im Süden, Ja. bin algerischer Abstammung und deutscher Abstammung und bin in Süddeutschland in Freiburg aufgewachsen. Okay. Und Ja. wann bist du denn nach Stuttgart? Nach Stuttgart bin ich vor mittlerweile 6, 7 Jahren, irgendwie sowas, 7 Jahre, Okay. 8 Jahre, ich weiß schon gar nicht mehr genau, aber mittlerweile auch schon lang. Aber Nach Schwäbisch dem habe ich mir nicht Studium direkt angewöhnt. dann. Nee, zum Studium. Zum Studium, okay. Genau, ich habe in Freiburg angefangen zu Nee. studieren, habe dann recht schnell gemerkt, da gefällt es mir nicht so ganz. Und dann habe ich nach Stuttgart gewechselt. Da war es dann ein bisschen besser. Und ja, kein Nebenfach, das war das große Kriterium, weil in Freiburg musste ich ein Nebenfach noch wählen und es gab halt nichts. Und dann habe ich in Stuttgart ohne Nebenfach und es war nicht ganz so Gesundheit und ja, Gesundheit vor allem war halt in Freiburg der große Schwerpunkt. Und in Stuttgart konntest du Profil Leistungssport auch wählen. Auch wenn es jetzt dann nur zwei, drei Sachen waren, aber immerhin, das hat mich dann auch gereizt, dann dahin zu kommen auch. War nicht ganz so weit weg von zu Hause und so. Das war dann so damals mein Argument, dahin zu gehen. Und war auf jeden Fall auch besser. Ja. Also auch im Nachhinein jetzt, wenn ich überlege, wenn ich in Freiburg geblieben wäre, im Sportarbeit in Freiburg, da ist halt möglichkeitstechnisch, also da geht halt viel weniger. Erstmal der USP zum Beispiel ist ganz, ganz klein, da sind viel weniger Sportarten. Sportmannschaftstechnisch sieht es halt auch schlechter aus von großen Mannschaften her. Es gibt halt SC Freiburg im Fußball, es gibt dann noch im Eishockey was und Basketball, aber
Ja, also hier haben einfach auch mehr Mannschaften und so weiter und auch generell mehr Industrie und so weiter, also auch mehr Personal Trainingsmöglichkeiten und sowas. Auch wenn ich das mittlerweile eigentlich gar nicht mehr mache. Ja. Jetzt vor allem in Zeiten von Corona nicht so Ja, empfehlenswert. jetzt wird es Also schwierig aktuell. richtige Ja. Personal Trainings. Ja. Ja. Aber online geht es ja weiter, ganz Auf normal. jeden Fall, Hast du eh ja. schon angesprochen. Ja, nice. Hey, war eine richtig geile Episode, super Input deinerseits und hat auch Spaß gemacht so. Hat mich mal gefreut, dass wir uns mal so, jetzt, ich hatte dich immer nur im Ohr sonst und ansonsten jetzt Ja, jetzt die mal nächste so Frage. gegenüber. Passt Ja. mein Aussehen zu meiner Stimme? Das war ja auch mal eine Riesenkontroverse, dass Leute auf mein Profil gekommen sind, bei Instagram gemeint haben, du siehst ja ganz anders aus. Ich dachte, wie du dich anhörst. Und da wusste ich nie, ob es ein Dadurch, dass Kompliment ist oder ich. eine Beleidigung. Also von mir kann ich sagen, dadurch, dass ich nett und falsch auch schaue und alles, Ja, das kenne ich dich ja schon. Ja. Aber ja, passt, denke ich, schon ganz gut. Passt, denke ich, schon ganz gut. ja, jetzt mit dem bisschen längeren Haaren oben drauf ist mir ganz so nicht mehr ganz so kanackig. Das ist so ein bisschen die Brille, das macht auch noch mal ein bisschen besser. Stimmt. Ich schaue jetzt auch aus wie ein Asozial, weil deswegen Corona alle Friseure geschlossen. Manu und ich haben uns die Haare abrasiert. Jetzt sind wir so. Ja, Ah ja, okay. perfekt. Perfekt. Ja, das ist halt auch bei mir wieder der Vorteil. Ich habe nicht nur seit schon eben von Anfang an, dass ich in der Garage trainiere, sondern auch von Anfang an mir die Haare selber schneide. Früher halt immer nur Perfekt. abrasiert, aber seit ein paar Ehrlich. Jahren halt auch komplett. Ja, heute Morgen erst wieder. Schön in Oder? Fade. Ey, ist komplett Irre. irre. Schaut echt Ja, gut ja. aus. Das ist so ein Skill, den muss man irgendwie beherrschen. Das ist Es ist wichtig. Übungssache, aber Ja. jetzt ist die perfekte Zeit. Also jeder hockt eh nur zu Hause. Ob du jetzt zu Hause mit der beschissenen Frisur rumhockst, interessiert keinen. Ja, und für die zwei, drei Bilder auf Instagram ziehst du eine Mütze an, fertig. Dann kannst du Ja. alle paar Tage ein bisschen üben, deinen Haarschnitt zu machen. Und alle 2 Tage einen neuen Fade. Oben ein bisschen länger, an der Seite ein bisschen kürzer, ist nicht so schwer. Okay. Werde ich demnächst einen Try geben. Werde ich demnächst einen Try geben. Ja, Pascal hat ja da ein Video gemacht sogar dazu. Ja, danke. Hat die Der meisten Manu Views hat sich aller ja angeschaut. Zeiten. Ich hab's mir Ja. tatsächlich angeschaut, ja. Ja, Das Problem ist, es hat die. unser Rasierer war dann zu schlecht. Es hat die Das ist meisten Views dann. aller Zeiten von seinen Videos. Was? Ja, es hat Irre. damals so Hype, ey. Das ist irre. Und selbst Jaco Willink, den kennt er bestimmt auch, oder? Von Jaco Podcast. Der hat letztens auch bei Instagram ein Video gemacht, wo er zeigt, wie er sich die Haare schneidet. Weil der macht es auch immer Irre. selbst. Aber der macht das, also ey, Katastrophe. Der hockt sich einfach hin auf einen Stuhl ohne Spiegel, lehnt sich mit dem Kopf nach vorne und macht mit dem Rasierer einfach seitlich kürzer und oben ein bisschen länger und spürt mit den Händen so ein bisschen, wo noch lange Haare sind. Das war's. Und so läuft er Komplett halt rum. irre. Auf Feeling. Perfekt. Ja, Ja. Oh, das ist der von Extreme Ownership, oder? ja, genau. Jakob Willink, ja, okay. Ja. Ja, Ja. irre. Irre. Geil. Ja, Schon witzig. also demnächst vielleicht auch bei deinem YouTube-Kanal ein Tutorial, oder? So. Nee, nee, nee. Ich bin nicht in Form, da müsste ich mich hier oberkörperfrei hinstellen, weißt du? Und ich habe gerade den Corona-Body. Den hatte ich zwar schon davor, aber da arbeite ich jetzt Corona-Ball. wieder dran. Okay. Ein Ja, Traum. nice. Cool. Ein Traum. Ja, hey, Damon, wie gesagt, war eine geile Episode. Wenn jetzt irgendjemand da draußen sagt, oder, der Damon ist fresh, ja, hätte vielleicht Bock auf ein Coaching bei ihm oder möchte ihn Ich abchecken will auf Instagram, auf Profifußballer YouTube, werden. er will Profifußballer werden. Ja. Wo findet man dich jetzt? Website, Social Media, YouTube, Podcast, plug mal deinen Shit. Also meine Webseite ist damianseid.de. Da gibt es eigentlich auch Links zu allen Podcast-Kanälen. Man findet den Podcast in jeder App, auf Apple Podcasts, Spotify, überall, wo es Podcasts gibt eigentlich. Einfach Kraftraum eingeben. Und mein Instagram ist auch damianseid. Und ich kann schon mal vorwarnen, auf Instagram und bei dem Podcast gibt es immer viel weniger von mir und viel mehr von meinen Gästen. Das heißt, auf Instagram, ich poste eigentlich nie Bilder von mir so wirklich. Also so, ich bin ein sehr schlechter Influencer. Es gibt kein Bild von mir auf einer Treppe, wo ich in die Ferne schaue und einen schönen Spruch drunter schreibe. Sondern ich poste eigentlich immer nur die neuen Podcast-Folgen und jetzt irgendwie Home-Gym-Equipment-Zeugs und Links und so ein Zeug. Und beim Podcast, da rede ich eigentlich, außer bei Solo-Folgen natürlich, so wenig wie möglich und lasse meine Gäste reden. Geil. Das ist geil. Ah, Ja, und YouTube darf ich dann nicht vergessen. ja, YouTube. Smash that Oder? Like-Button. Vergesse ich auch immer. Perfekt. Ja, oder? Also wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Hat Danke für Spaß die gemacht. Einladung. War eine coole Episode und wie gesagt, wenn du mal planst, nach Wien zu kommen,
melde dich ein bisschen voraus und dann kann man vielleicht auch mal live eine Episode aufnehmen, weil es vielleicht noch um einiges entspannter auch und dann haben wir vielleicht dann auch. Auf jeden Fall. Ja, Sehr passt gut. cool. Dann haut Hey, rein. Damien. Ciao, ciao. Danke. Haut rein. Ciao. Der.